einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche, schlaue Maya. Maya, allerlieben Maya. Maya, 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 Maya. Erzähle uns von dir. Yeah, yeah, danke, das war sehr nett von dir, Flip. Okay. Flip, möchtest du nicht auch gern mitspielen? Ich würde schon gerne, aber im Moment knurrt mir der Magen. Aber wir werden schon bald wieder Gelegenheit haben, zusammen zu spielen, mein Fräulein. Komisch, seit wann sagt ihr zu mir Fräulein? Maya, Maya, komm los, weitermachen, wir wollen weitermachen. Ja, ja. Ja, los, da ist er. Na, mein Bruderherz scheint aber lustige Freunde zu haben. Ich bin nämlich gar nicht der Flip. Ich sehe nur zufällig genauso aus, weil ich sein Bruder bin, aber ich heiße Flap. Guten Morgen, Flip. Tag, meine Schönen. Sie sind heute aber gut aufgelegt. 2, 3, 4, links, 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 2, 3
Flip. Ich muss sehen, dass ich weiterkomme. Wenn ich nicht fleißig mitarbeite, streichen Sie mir die Mittagspause. So, so. Na, denn mal vorwärts, Kleiner. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Der Flip muss hier bekannt sein wie ein bunter Hund. Merkwürdig, wie das wohl kommen mag. So, nun möchte ich ja doch langsam wissen, wo der Flip eigentlich steckt. Flip! Hallo, Flip, wo bist du? Hüpf! Flip! Hüpf! Ah, ich glaube da. Zumindest sieht man, wo er gefressen hat. Ganz schön gewütet hat das Brüderchen. Immerhin gründliche Arbeit, das muss man ihm lassen. Aber wo steckt er denn? Na bitte, da haben wir ihn ja schon. Hey, Bruder! Wieso, Bruder? Was ist denn mein Bruder? Wo? Ja, sag mal, hast du deinen Bruder Flap ganz vergessen? Ach so, ja, natürlich, Flap. Na du, das ist ja eine Begrüßung. Ich meine, schließlich sind wir ja Brüder und zusammen aufgewachsen, nicht? Wann gehst du wieder, hä? So zwei, drei Wochen wollte ich schon bleiben, nicht? Ich sehe mich ein bisschen in der Gegend um. Halt, halt, ein Augenblick! Ja, was ist, Brüderchen? Ich habe in der Gegend einen guten Ruf. Dass du mir den nicht ruinierst, mach mir und unserer Familie keine Schande. Gut, gut, ich werde mich danach richten, Herr Flip. Wenn ich sowas höre, hat einen guten Ruf zu riskieren, dass ich nicht lache. Na warte, ich schaffe es schon, dass sie sich über dich wundern. Was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Seidenraupenkokon. So ein Kokon lässt sich fabelhaft aufräufeln. Hüpf, was machst du da? Hüpf. Tag, meine Kleine, da bist du ja wieder. Flip, was spielst du denn da Schönes? Und was ist das für ein Farben? Ein sehr schönes Spiel und vor allem geheim. Willst du es mir nicht verraten? Ich bin doch deine beste Freundin. Ich weiß nicht so recht. Möchtest du denn statt meiner weitermachen, ja? Klar, du musst mir nur zeigen, wie man es macht, Flip. Du siehst ja, es ist ganz leicht. Du musst nur einfach immer an dem Faden weiterziehen. Und wenn er dann plötzlich zu Ende ist, passiert etwas Interessantes. Dann lass mich bitte weiterziehen, ja? Ach, ich weiß nicht, ob ich dich weitermachen lassen soll. Ich habe das Spiel selbst erfunden. Da hängt man dran, weißt du? Gib jetzt her den Faden. Los, lass mich weiterziehen, Flip. Na gut, wenn du drauf bestehst, kann man natürlich nichts machen. Dankeschön, Flip. Man muss nichts weitermachen, als an dem Faden weiterziehen. Ganz recht, immer weiterziehen. Du machst das schon. Na klar, ist ja nicht schwer. Flip. Hau ruck,
Ich möchte wissen, wie lange ich noch ziehen muss, bis endlich was Interessantes passiert, wie der Flip gesagt hat. Hau ruck, hau ruck, hau ruck, hau ruck, hau ruck, hau ruck. Es wird zu schwer. Sie, Frau Seidenraupe? Ja, ich. Ist das Ihr Faden, an dem ich ziehe? Ja, das ist der Faden, aus dem ich meinen Kokon gesponnen hatte. Da habe ich was angestellt. Ich wusste es nicht. Es tut mir leid. Glauben Sie mir, es tut mir furchtbar leid. Nun ja, was soll man dazu sagen? Passiert ist nun mal passiert. Pass nur auf, dass sowas nie wieder vorkommt. Ja. Jetzt darf ich noch mal von vorne anfangen. Und wenn ich Pech habe, bekomme ich auch noch einen Schnupfen. Da hat sie. Sowas. Wie konnte der Flip nur sowas machen? Lass mich raus hier. Das ist gemein. Wer hat das zugemacht? Das ist ein Unverschämtheit. Pass auf, ich kriege schon gar keine Luft mehr hier drin. Da hat jemand den Willi in einer Blume eingesperrt. Lass mich doch raus hier. Ich bin wie eine Gurke im Einwegglas. Bist du das, Willi? Bist du da drin, ja? Ja, denk nur mal, ich bin nicht dein Willi. Mich hat hier einer eingesperrt. Ja, ja, schon gut. Warte, ich mach die Schnur auf. Sowas. So eine Gemeinheit. Und soll ich dir sagen, wer das gewesen ist? Das war der Flip. Was, der Flip war das? Ja, er hat gesagt, er macht das ganz Interessantes mit mir. Dabei hat er mich bloß eingesperrt. Wenn du nicht zufällig vorbeigekommen wärst, alt und bucklig hätte ich werden können in meiner zugebundenen Blume. Ich verstehe gar nicht, wie er sowas machen kann. Sowas passt nicht zu ihm, finde ich. Was zu ihm passt, weiß ich nicht, aber ich bin wütend. Und das alte Bienensprichwort sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er kann was erleben, wenn er mir über den Weg hüpft. Hör mal, meint da nicht jemand, Willi? Was haben Sie, Frau Schmetterling? Warum weinen Sie denn? Oh, dieser böse Flip. Was, schon wieder der Flip? Ja, meine schönen Flügel total verschandelt. Ich kann mich ja nirgendwo mehr sehen lassen. Wie, was? Na, da schaut's euch an. Nur keine Angst, Frau Schmetterling. Das kriegen wir schon wieder hin. Hoffentlich, Maya. Nein, was soll ich nur machen? Wer weiß, was der Flap inzwischen schon alles angestellt hat. Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl. Er war schon als Kind der Frechste von uns allen und hatte nichts als Flausen im Kopf. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich nach dem Halunken suchen soll. Hilfe! Mich hat jemand auf den Rücken geworfen und ich komme alleine nicht mehr hoch. Was ist denn? Du kommst wohl nicht mehr alleine auf die Beine, was? Natürlich nicht. Würde ich denn sonst um Hilfe schreien? Jetzt hilf mir doch das hoch. Haben wir gleich. Warte. So, komm. Ui, bist du schwer. Wie ist denn das passiert? Das fragst du. Au! Du warst es doch, der mich umgeschmissen hat. Aber nicht die Spur, mein Lieber. Du musst dich irren. Ja. Au! Natürlich warst du es. Und als du mich umgeschmissen hattest, wolltest du dich auch noch kaputt lachen über meine Hilfeschreie. Nein, nein, ich war es nicht. Warst es, du warst es. Ich hab dich gesehen. Es ist doch nicht geschehen. Oh. Was soll ich bloß machen? Wenn das so weitergeht, kann ich hier in der Gegend nicht weiter wohnen bleiben, das ist mir klar. So wird das sein. Der Flap will mich hier unmöglich machen und wegjagen und sich selbst hier niederlassen. Dagegen muss sofort was unternommen werden, aber was? So viel steht fest, wenn ich dem nicht das Handwerk lege, macht das eine ganze Weile munter so weiter. Hallo! Was ist los, Herr Flip? Warum erschrecken Sie? Aha, Sie sind es, Frau Moskito. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben schon gut gefrühstückt. Danke der Nachfrage. Ach, da bin ich aber beruhigt, meine Liebe. Sie sind ein Spaßvogel, Herr Flip. Hören Sie, ich muss Ihnen was sagen. Hier in der Gegend hält sich ein Grashüpfer auf, der mir ein bisschen ähnlich sieht. Naja, in Wirklichkeit sieht er mir furchtbar ähnlich. Aber ich bin es nicht. Der mir so ähnlich sieht, ist aber sehr böse. Er stellt die unmöglichsten Sachen an und alle meinen nun, ich würde dahinter stecken. Verstehen Sie? Sie wissen ja nicht, in was für einer verzweifelten Situation ich mich befinde. So, habe ich dich also doch noch gefunden. Würdest du bitte so freundlich sein und mir meine Fühler wieder auseinanderfummeln, ja? Kommt her, Leute, hier ist er. Nein, ich bin nicht der, den ihr sucht. Ich kann nicht mehr. Flip, du gibst uns auf der Stelle den Proviant zurück, den du uns gestohlen hast. Jawohl. Ich frage mich, was ein Grashüpfer mit einem Regenwurm anfangen soll. Wo hast du ihn versteckt? Ich hab ihn nicht, ich weiß es nicht. Ich bin unschuldig. Gib ihn zurück. Die machen ja richtig abhängig. Na warte, wenn ich dich erwische. Hast du mein Netz schon wieder zerrissen? Lass dich hier nie wieder in der Gegend flicken, du Unwoll, du. Ich weiß nicht. Nein. Aha, da ist der Flip. So. Haben wir ihn endlich gefunden, ja? Aber der kann was erleben. Und ob? Oh nein. Warte, Flip, wir haben ihn jetzt gefunden. Kommen Sie, bitte, helf mir. Was? Ich war's nicht. Ihr verwechselt mich mit jemandem. Mein Bruder, wo? Was
dein Bruder, Flip? Ja, ein Bruder. Und er heißt Flap. Er hatte schon immer nichts als Dummheiten im Kopf. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt steckt. Aber er wird so weitermachen und weitermachen. Und ich werde mich ewig verstecken müssen. Jawohl, das wird mein Leben sein. Ach was, wir werden ihn suchen und finden. Und wenn wir ihn haben, sagen wir allen, dass er der falsche Flip ist. Das ist lieb von dir, Maya. Aber ihr seid ihm ja schon mal begegnet und habt ihn schon mal mit mir verwechselt, nicht? Genauso wird es wieder sein. Er wird euch noch mal übers Ohr hauen. Mhm. Nein, nein, ich werde auswandern müssen auf eine andere Wiese. Wenn das kein Erfolg war. Guten Tag, Bruder Herz. Du siehst aber ziemlich mitgenommen aus. Was ist passiert, Brüderchen? Oh, dieser gemeine Kerl, er weiß es genau. Ärger gehabt, ja? Dann habe ich ja erreicht, was ich wollte. Es war nämlich nur meine Rache dafür, dass du mich so unfreundlich empfangen hast, als ich gekommen bin. Gut, schließen wir Waffenstillstand. Ich benehme mich anständig und du bist lieb zu mir wie ein Bruder. Na schön, ja. Also, Maya, nun sieh doch mal genau hin. Ich meine, es müsste doch jeder auf den ersten Blick sehen, dass ich der Flip bin und er der Flap. Hä? Jetzt fängt das schon wieder an. Ich bin der Flip. Also gut, reg dich nicht auf. Ich reise weiter. Wiedersehen. Grashüpfer sollen wohl nicht zu dicht beieinander wohnen. Dann amüsier dich nur weiter gut auf deiner langweiligen Wiese. Ich muss und lass dich hier nie wieder blicken. Hallunke. Leb wohl, Bruderherz. Pass gut auf Gottes Anbeterin und Spinnennetze. Auf Wiedersehen, Bruder. Nein, nein, ich habe mich versprochen, lass es dir gut gehen. Aber komme nie wieder. Aufstehen muss ich schon zu lästig. Ja. Naja. Flip, Flip, wo bist du? Da siehst du es, der schläft eben auch noch. Ach was, der steht doch immer früher auf als wir. Früh aufstehen, stets bereut, war noch niemals eine Freud. Also irgendwie ist das alles komisch. Wieso ist es so still hier? Tja, keiner da. Nicht mal ein Würmchen winkt vom Türmchen. Du, mir gefällt das gar nicht. Fliegen wir lieber wieder weg hier. Das können wir nicht. Wir müssen doch auf Flip warten. Aber wenn er doch gar nicht hier ist. Psst. Wenn euch das Leben lieb ist, haltet den Mund. Wir fliegen heute nicht zum Seerosenteich rüber. Habt ihr mich verstanden? Hm? Aber warum denn nicht? Weil ich gehört habe, dass da seit ein paar Tagen ein frecher Spatz herumfliegt. Ein Spatz? Darum ist es auch so still, weil die Würmer und Insekten sich verstecken. Genau so ist es. Aber was kann uns denn schon ein Spatz tun, Flip? Ich habe doch nicht umsonst meinen Stachel. Ja, die hat ja einen. Da bist du aber schwer auf dem Holzweg, meine Liebe. Bei einem Vogel nützt dir dein Stachel überhaupt nichts. Der packt dich so, dass du überhaupt nicht stecken kannst. Und schwuppdiwupp, weg bist du. Da ist er schon. Maya, Maya, wo willst du hin? Keine Angst, ich pass schon auf, dass ihr mich nicht erwischt. Du bleibst aber hier, Willi. Bloß weil du Angst hast? Nee, nee, ich flieg lieber hinter der Maya her. Ach, das ist schön. Na ja, fast am Seerosenteich ist es immer am schönsten. Hilfe, ein Spatz! Ein Spatz! Maya, Maya! Maya, Maya, gleich halte mich. Lass mich doch bitte hier in den Hals zu. Ich weiß gar nicht, wozu sie mag. Wenn wir uns nicht irgendwo verstecken, erwischt er uns.
Na, du bist gut. Wo sollen wir uns hier verstecken, möchte ich wissen? Zum Beispiel unter Wasser. Hol tief Luft. Maja, warum gehst du noch mal runter? Maja, hör auf damit. Warum soll ich aufhören, wenn es mir solchen Spaß macht? Wir sind aber Bienen und gehören in die Luft. Maja, pass auf, da kommt ein Fisch. Oh, jetzt Willi, schnell! Ach, es geht nicht, wenn meine Flügel nass sind. Oh. Schnell hier rein, Willi, wir fahren weg. Zweiter Klasse. Na, also, Flößer werde ich nie. Das ist gar kein Teich, das ist ein Fluss. Ui, Flüsse sind gefährlich. Fliegen wir lieber weg, du. Das können wir nicht. Unsere Flügel sind noch nass. Nass, ja. Leider. Es hilft nichts. Wir müssen erst mal unsere Flügel trocken kriegen. Vorher können wir leider überhaupt nichts unternehmen. Ja, das wäre nicht schlimm. Nur geheuer ist mir das Ganze nicht, das muss ich dir sagen. Maja, ich glaube, unter dem Blatt ist wieder was. Die verrückte Forelle von vorhin. Mein Kopf. Sag mal, was macht ihr beide denn hier auf dem Blatt? Sag du mir lieber mal, ob du das vielleicht gewesen bist, der mich dauernd am Po und am Rücken gestoßen hat. Natürlich, aber sagt ihr mir erst einmal, was ihr hier mitten im Fluss macht. Wie ich sehe, seid ihr Bienen und gehört hier nun wirklich nicht her. Für einen Wasserkäfer kann der aber nicht besonders gut schwimmen, was? Kann man nicht sagen. Nee. Sagt mal, wisst ihr eigentlich, dass da vorne ein Wasserfall ist? Ein Wasserfall, sagst du? Ja, ein Wasserfall. Na dann viel Spaß, meine Lieben. Der schwimmt einfach weg. So was. Maja, merkst du eigentlich, dass wir immer schneller fahren, ja? Ja, doch. Es geht immer noch nicht. Einstein, Maja, pass auf. Ja. Schau. Es hat angehalten. Tatsächlich. Ja. Oh, sehr hoch. Das muss der Wasserfall sein. Was du nicht sagst. Maja, was machen wir jetzt? Wir können gar nichts machen. Halt dich gut fest. Festhalten? Mir ist ganz schwindelig. So, so, zwei Honigbienen. Na, als was kann man nicht wähleres sein. Holen wir sie. Blub. Ja. Blub. Das ist mein Frosch, Willi. Ja, freilich. Machen Sie das gar nicht nochmal, sonst steche ich Sie, dass Sie eine Beule auf die Zunge kriegen. Aber wer spricht denn hier von Fressen? Ich will euch doch nur helfen. Ihr habt mich missverstanden, ihr zwei. Tatsächlich? Maja! Ja. Der will uns doch nur rausholen, damit er uns fressen kann. Ja? Naja, mir ist es ja gleich, ob ihr mir glauben wollt. Nur lange sitzt ihr da nicht mehr. Das Wasser kommt ja schon rein in das Blatt. Ja, 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 schöpfen, 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 schnell. Ah, dann gehen wir unter, Maja, wenn wir doch bloß einen großen Schöpflöffel hätten oder sowas. Ja, ja, Maja, mir dreht sich schon alles von Arm und ich sehe überall grüne Punkte. So, gleich ist es soweit. Alles Quack. 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 Ich bin's. Wir sind immer noch in Ihrem Maul. Bilden Sie sich bloß nicht ein, dass Sie uns runterschlucken können. Ich hatte euch ja ganz vergessen. Jetzt lass doch meine Zunge los. Das würde Ihnen so passen. Wenn wir die Zunge loslassen, purzeln wir doch gleich runter in Ihren Magen. Würdet ihr endlich meine Zunge loslassen? Das ist ja lästig. Nein, das machen wir nicht. Es tut aber weh. Ich soll nicht auf. Quack. Quack. Da ist ein Frosch. So, ich hab dich. Den stecke ich zu Hause in ein Glas. Jetzt ist es aus mit mir. Ich bin von einem Jungen gefangen worden. Na du? Du, ich hab was. Soll ich dir mal zeigen, was ich Tolles gefangen hab? Ja, zeig mir's bitte. Hier. Ein Frosch. Wieso? Ist doch lustig. Bist du
tut ihm doch weh. Das darf man nicht machen, wenn dich nun einer am Bein zieht. Dann schmeiß ich ihn wieder weg. Ah. So. Quack, 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 quack. Boah. Wir sind draußen, Willi, und unsere Flügel sind auch wieder trocken. Ihh, das sind ja zwei Bienen. Nur eine und eine Drohne. Mach, dass ihr wegkommt. Na, na, na. Nein, nicht. Wegstechen. Bitte, Biene, bitte stich ihn nicht. Das war natürlich gemein von ihm, dass er den Frosch gefangen hat. Aber ich verspreche es dir, sowas wird nie wieder passieren. Da passe ich schon auf. Ja, ich verspreche es dir auch, wenn du mich in Ruhe lässt und nicht stichst. Du hättest den frechen Kerl ruhig stechen sollen, meine ich. Nein, Willi, es war gut, dass ich es nicht gemacht habe. Also, was das nun wieder heißen soll, freche Jungs, die Frösche fangen. Was meinst du, ob das Bruder und Schwester sind, die beiden? Na, meinst du im Ernst, dass mich das interessiert? Ich will jetzt erstmal ordentlich frühstücken nach all dem Schlamassel. Dann komm mit, ich weiß, wo herrliche Goldruten blühen. Wann hast du denn die schon wieder ausfindig gemacht? Ach, die ist schrecklich. Natürlich! Noch was mitten im Herbst? Jeden Tag wird es weniger Honig. So ist das eben im Herbst. Das ist doch ganz natürlich. Ja, ja, es stimmt. Halt, halt, du darfst nicht immer gleich alles aufessen. Wir müssen was aufheben für den Winter. Was willst du denn essen, wenn es gar keine Blumen mehr gibt, frage ich mich. Aber ich habe jetzt auch Hunger, Willi, nicht bloß im Winter. Du vielleicht nicht, hm? Sicher, aber ich bin eben ein Mann und verkneif mir den Hunger. Wir müssen doch viel mehr zusammentragen, sonst kommen wir ja nie über den Winter. Soll ich dir was sagen? Wenn wir wieder zurückfliegen würden in den Stock, dann müssten wir uns nicht so schinden. Da hätten wir genug und genug Honig. Was du wieder für einen Quatsch redest, da hätten wir doch schon den ganzen Sommer Honig sammeln müssen. Hm, das allerdings. Oh, ist das eine Kälte? Ist das eine Hundekälte? Du liebe Zeit, was ist los mit dir? Du zitterst ja. Mir ist so kalt, so kalt. Diese Kälte, diese Kälte. Wenn du willst, kannst du dich hier bei uns ein bisschen aufwärmen. Ah ja, also die schleppt auch alles mit in die Wohnung. Warte nur, gleich wird es dir wieder warm. Lieb von dir, Bienchen, ich bin das Flöhchen Kitty. So, so, und ich bin die Maja. Schau, hier ist Linsenblütenhonig. Soll ich das essen? Ja, er ist ganz besonders süß und sehr gesund. Es ist sehr lieb von dir, aber das kann ich beim besten Willen nicht essen. Das ist aber das Beste vom Besten. Hey, halt, halt. Willst du nicht doch mal probieren? Herrlich. Nein, lieber nicht, Honig. Es schmeckt so gut. Für mich. Schluss jetzt. Hey, hey. Wenn du keinen Honig willst, was isst und trinkst du dann überhaupt, hm? Ja, das ist nämlich so. Was ist nämlich so? Ja, ja, wir Flöhe leben auf dem menschlichen Körper und saugen von den Menschen Blut, verstehst du? Das ist unser gutes Recht und wir nehmen auch nur ein ganz kleines bisschen. Die Menschen haben sowieso zu viel Blut, aber sie sind furchtbar geizig damit. Vielleicht tut's den Menschen auch weh. Es piekt. Und was gebt ihr den Menschen dafür? Ich meine, wenn ihr nur schon piekt und Blut saugt, dann müsst ihr ja auch ein bisschen was dafür geben, nicht, oder? Na, sowas habe ich noch nie gehört. Aha, der tut wahrscheinlich gar nichts für Sie, hm? Natürlich nicht. Ja, ja, pieksen und Blut saugen, aber dann zu wilderen Leuten kommen und ihnen was vorjammern, wenn es draußen kalt wird. Sei doch nicht ist so. Doch wahr. Er meint es nicht so, auch wenn er rumbrummelt. Darf dich ruhig ein bisschen aufwärmen. Na ja, natürlich in meinem Bett. Nein, wird es in diesem Jahr aber früh kalt. Ach, jetzt freut man sich über jeden Sonnenstrahl, den man noch erwischt. Hier ist es noch herrlich, herrlich. Ach, ich habe noch ein warmes Blatt gefunden. Herrlich! Hey, mach, dass du wegkommst. Ich bin zuerst hier gewesen. Was soll denn das heißen? Schließlich scheint ja die Sonne nicht nur für dich alleine. Hey, du machst, dass du wegkommst. Und zwar auf der Stelle. Na los, mach, dass du wegkommst. Hey, hey. Muss man denn immer gleich handgreiflich werden? Das hast du nicht umsonst getan. Willst du mir vielleicht Angst machen, Hallo? Dass ich dich lache? Das vergeht dir schon noch. Du hast doch angefangen das zu stänkern. Was ist der Grund, ist der Würfnis? Das geht dich überhaupt nichts an und du wirst dich auch nicht einmischen, verstanden? Da streiten sie sich nun um das sonnige Blatt und in einer halben Stunde ist es finster. Wie wär's denn nun, wenn ihr einen Wettstreit macht und der gewinnt, darf auf dem Blatt bleiben?
Ja. Aber was könntet ihr beiden denn machen? Ja, ich wäre im Prinzip damit einverstanden. Dann habe ich sowieso nichts dagegen. Ja, ich mache selbstverständlich den Schiedsrichter. Wir sollen also einen Wettstreit austragen? Ja, aber was? Ihr Käfer könnt euch doch, wenn ihr euch auf den Rücken legt, scheintot stellen. Ich meine, ganz lange so ruhig liegen bleiben. Gut, dann machen wir das jetzt. Ihr beide spielt ein bisschen scheintot. Und wer von euch beiden dann der am längsten scheintöterröteste ist, der darf auf dem Blatt bleiben. Einverstanden. Na, dann fangt schon an. Los, auf die Plätze. Scheintot. Tot. Ist sowas? Die liegen wirklich da, als hätte ich sie erwischt. Ganz echt sieht es aus. Welcher macht's denn am besten? Der hier oder der? Der hält sich die Brieftasche fest. Ich hätte lieber nicht Schiedsrichter machen sollen. Ich muss noch eine zusätzliche Aufgabe erfinden. Rührt sich nicht. Kille, kille, Mäuschen. Das kitzelt mir an den Fingern. Vielleicht mal unterm Arm. Kili, 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 kili. Na, na, na. Zuckt schon mit der Nase. Wieder kitzelt, wieder kitzelt. Nur der nicht. Nee, ich muss was anderes machen. Und jump. Zuckt nicht mit der Wimper. Und der? Peng. Na, auch nicht. So, jetzt fährst du Karussell. Na, weiter, weiter. Immer drehen, drehen. Ich muss mich auch mitdrehen. Jetzt ist das schon ganz windlich. Was ist das? Nicht K.O. Und die? Den beiden hat's überhaupt nichts gemacht. Ihr könnt aufhören. Also, wer hat nun gewonnen, Es ist unentschieden. Junge, Junge, ich sehe lauter Punkte. Unentschieden gibt's nicht. Auf dem Blatt hier ist nur für einen Platz. Soll ich euch mal was sagen? Es ist mir wurscht, was ihr jetzt weitermacht. Jawohl. Kannst du nur am Abgrund. Hoffentlich habe ich keine Punkte verloren. Ich werde doch nicht fallen. Schon falle ich. Was ist los, Lili? Das schreckt mich. Stell dir vor, der eine Marienkäfer ist in den Hund reingefallen, in seine Haare. Was? Man müsste ihm schnell helfen, aber wie? Vielleicht rasieren. Den Hund meine ich. Reicht mir aber. Nur weg hier. Ganz schnell weg hier. Willi, Willi, wo bist du? Hallo, Maya, Willi. Da seid ihr ja. Was ist denn los mit euch? Ihr sitzt ja alle da, als wären euch die Blütenstaubklößchen verkocht. Denkt ihr, Flip, ein Marienkäfer ist auf den Hund gefallen und in die Haare geraten und wir bekommen ihn nicht wieder raus. Du kennst wohl zufällig auch nicht jemanden, der sich gut mit Hunden auskennt, Flip. Natürlich kenne ich jemanden, sehr gut sogar. So, und wer ist das? Na, ein Floh natürlich. Ein Floh? Ein Floh? Moment, Flip, dazu muss ich dir gleich noch eine Frage stellen. Na, dann frage mal. Mögen die Flöhe, die sonst nur Menschenblut trinken, auch Hundeblut? Oh, manchmal schon. So? Es ist so, wenn Menschenflöhe lange keinen Menschen treffen und großen Hunger haben, dann gehen sie auch auf Hunde oder andere Tiere. Natürlich hüpfen sie bei der ersten besten Gelegenheit wieder auf einen Menschen, der mit diesem Hunde spielt. Hast du gehört? Hurra! Aufgewacht, Kitty! Komm, ich geb was zu essen. Kitty, was hast du, Kitty? Sie sieht mir ein wenig verhungert aus. Wie schade, dabei hätte sie jetzt einen ganzen Hund für sich alleine gehabt. Was? Wie war das? Was war das? Wo ist dein Hund? Wo kann man sich satt essen? Wo? Wo? Komm, ihr habt doch eben zeigen. Was von einem Hund gesagt. Ganz dick und rund. Sicher wohl. Was für ein Prachtexemplar. Naja, da darf man sich natürlich nicht beklagen, obwohl ich ja eigentlich auf Menschen spezialisiert bin. Aber wenn einem so der Magen kracht, nimmt man doch einen Hund in Kauf. Nun mal los. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. Hopp. Aha, wie es scheint, hat Kitty ihn schon gezwickt. Scheint so. Hoffentlich fliegt beim Kratzen der Käfer raus. Ach, das hat geschmeckt. Jetzt geht es mir doch gleich viel besser. Da ist er ja. Hören Sie, ich bin gekommen, um Sie zu retten. Sehr freundlich von Ihnen. Maya, ich habe ihn gefunden. Sie hat ihn. Hat es nicht eine prima Idee, dass wir den Floh geschickt haben? Hab vielen Dank. Du hast mir das Leben gerettet. Ach was, nichts zu danken. Mach's gut. Auf Wiedersehen, Kitty. Auf Wiedersehen, ihr alle. Kommt gut über den Winter, ja? Weißt du, ich bin doch froh, dass sie den Hund gefunden hat. So hat sie es durch den Winter über immer schön warm.
Und vor allem hat sie was zu essen, wenn sie Hunger kriegt. Siehst du, Willi, alle bereiten sie sich auf den Winter vor. Na sowas, da stehen wir hier noch rum und sollten doch schon längst unterwegs sein und noch Honig sammeln. Richtig. Die Arme und Beine nicht mehr bewegen. Leg dich wieder hin, Willi. Guck mal, mein Bein ist einfach so stehen geblieben. Ach, du bist ein Quälgeist. Bei mir ist es genau dasselbe. Nichts funktioniert mehr, Willi. Schrecklich. Aber mir wolltest du es nicht glauben. Wieso kann ich plötzlich weder Arme noch Beine bewegen? Und was ist mit den Flügeln? Gehen die? Na ja, so ein bisschen, aber richtig auch nicht. Willi, da muss doch irgendwas passiert sein. Es scheint so. Gehen wir lieber wieder in den Stock zu den anderen. Wir kommen hier nicht über den Winter. Bis wir beim Stock sind, sind wir unterwegs längst erfroren. Ich will ja aber nicht sterben. Ach so, ihr lebt ja noch. Ich bin der Totengräber vom Entrümpelungskommando. Wie reden Sie überhaupt? Naja, den haben wir schon mal im Wald getroffen. Das sind die, die sammeln alle toten Tiere und Insekten und dann vergraben sie in der Erde. Und was machen sie dort damit, Wir auffressen. Seid froh, dass es uns gibt. Ihr würdet euch ganz schön wundern, wenn überall, wo ihr spazieren geht, tote Insekten rumliegen. Wie das stinkt. Eigentlich müssten wir noch bezahlt werden für unsere Arbeit, weil sie so nützlich ist. Trotzdem haben sie uns noch nicht gesagt, was sie hier bei uns wollen. Ich wohne 2-3 Etagen tiefer, da unten zwischen den Wurzeln, ja. Ich habe vorhin nur sowas von Sterben gehört und so. Da habe ich mir gedacht, geh mal nachsehen, denn schließlich wäre es ja dann meine Pflicht, hier aufzuräumen. Wir sind doch aber noch quicklebendig. Passen Sie mal auf. Hier. Na, so doll ist das aber nicht mehr, meine Kleinen. Im Übrigen seht ihr mir schon ziemlich klapperig aus. Nur noch so 2-3 Tage, würde ich sagen. Dann ist alles aus, ja. Wir wissen leider auch nicht, was mit uns los ist. Als wir vorhin aufgewacht sind, waren Arme und Beine steif. Ach so, wenn's weiter nichts ist. Na, das kommt von der Temperatur. Temperatur? Die Körpertemperatur von uns Insekten richtet sich nach der Außentemperatur. Das heißt, wenn es draußen kalt wird, werden auch unsere Körper kälter. Tja, und weil heute so eine Hundekälte ist, sind eure Arme und Beine steif. Ja, so ist das. Ach so, dann sind wir also gar nicht krank. Leider nein. Ja, großartig. Es geht doch so. Willi, wir müssen doch nicht sterben. Alles weiter. Freut euch nur nicht zu früh, denn wenn es nur noch ein bisschen kälter wird, kann man sehr wohl sterben. Erfrieren nennt man das dann. Aber macht euch keine Sorgen, für den Fall bin ja ich hier noch in der Nähe und ich sorge dann für Ordnung. Naja, ich will nicht übertreiben, so schnell stirbt man auch nicht. Es sei denn, dass es noch viel kälter als heute wird. Hoffentlich wird es bald kälter. Damit dein rechtes Herzblatt bei uns im Keller zu wohnen. Ich weiß, was wir machen. Wir verschaffen uns ein bisschen Bewegung. Sollst mal sehen, da wird uns schon warm werden. Wenn man was tut, gerät man leicht ins Schwitzen. Ich weiß was Besseres. Wir gehen mal kurz vors Loch und gucken, ob die Sonne scheint. Gut, das können wir auch machen. Nee. Na, so toll ist das Wetter heute aber nicht. Wieso? Ist doch herrliches Wetter. Komm, hab's mir ein bisschen rum. Da komme ich mir aber sehr albern vor dabei. Los, weiter. Wenn du stehen bleibst, frierst du gleich wieder. Ich friere immer. Jetzt rennen wir ein Stückchen. Na schön. Links, zwei, drei, vier. Ach so, ja,
1, 2, 3, 4. Na, na? Mir ist immer noch kalt. Nur weil du nicht schnell genug läufst. Weiter, weiter. Komm, links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Ich will ja nicht ablenken, aber es ist so komisch still hier, nicht? Das stimmt ausnahmsweise. Früher haben wir immer eine Menge Insekten getroffen, wenn wir unterwegs waren. Wo die wohl alle geblieben sein mögen? Ist keiner da? Gar keiner da? Antwortet bitte, antwortet. Weißt du, was ich glaube? Die anderen sind alle gestorben. Bitte nein, sag sowas nicht, Maja. Aber warum ist dann weit und breit niemand zu sehen? Und warum antwortet keiner, wenn wir rufen? Weil vielleicht allen der Mund zugefroren ist bei der furchtbaren Kälte, die hier herrscht. Wickel dich in ein altes Blatt ein. Ich kann ja gar nicht mehr mit ansehen, wie du zitterst, Willi. Na ja, vielleicht klebt's wirklich ein bisschen. Ah, ein Blatt. Hey, es ist unser Blatt, unser Blatter. Was ist denn das? Willi, was machst du? Das Blatt gehört doch jemandem. Würdest du bitte deinem Freund sagen, dass er sofort unsere Steppdecke loslässt? Wir erfrieren ja. Du hast es gehört, Willi. Lass gleich ihr Blatt los. So? Wir machen uns für den Winter ein warmes Bett und du kommst und reißt uns das Deckbett weg. Eine Unverschämtheit. Wie kommst du dazu, fremde Leute aufzudecken, hä? Schimpft nicht mit uns. Wir sind doch eure Freunde, Leute. Wir überwintern auch. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Lass uns in Ruhe. Ungehobeltes Pack. Aber wie du siehst, sind wir nicht die Einzigen, die überwintern. Genau. Und wenn die es schaffen, schaffen wir es auch, meine ich. Jawohl. Links, 2, 3, 4. Merkst du es, Willi? Es ist schon ein bisschen wärmer geworden. Ich kann auch schon die Flügel bewegen. Denkst du bloß du? Ich auch. Guck mal. Hoppla. Du, das machen wir noch mal. Na klar und los. Willi, komm, das macht Spaß. Gut, ich komme. Yay! Das ist lustig. Ui, oh, wer sind Sie? Guten Morgen, Frau Schmetterling. Wo denn, wo? Ohne, da drüben. Was machen Sie denn da? Ich überwintere hier, ihr seid Bienen, nicht wahr? Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal mitten im Winter einen Schmetterling sehen würde. Vorigen Winter war ich auf einem Speicher bei den Menschen. Das hat mir gar nicht gefallen. Da habe ich mir gedacht, nächstes Jahr bleibst du im Freien. Kommst doch runter und rutschen Sie ein bisschen mit uns rum auf dem Eis. Ja, es macht Spaß. Schauen Sie mal. Komm hinterher, Willi. Ja, warte, ich hol dich gleich ein. Naja, vielen Dank. Das muss wirklich sehr lustig sein. Was ist das? Das kommt aus der Luft. Ja. Ich mich auch. Eigenartig. Weg. Weg. Kommt wieder eins. Das ist aber merkwürdig. Was mag das sein, Willi? Unser Eingang ist zu. Da liegt so ein weißes, kaltes Zeug. Ich weiß, was das ist. Das sind ganz viele von den weißen Dingern, die vom Himmel runtergekommen sind. Das ist ganz weiß wie Blütenstaub, nicht? Eigentlich ganz schön. Guck mal, man sieht, wo wir gegangen sind. Recht lustig. Aber kalt. Du, Maja, ist aber hundebienenkalt. Ja, das stimmt allerdings. Hilfe! Hast du gehört? Da ruft jemand um Hilfe. Wenn jemand um Hilfe ruft, das höre ich nur sehr selten. Hilfe, helft mir! Maja, das gefällt mir nicht. Komm schnell weg, komm! Ich weiß nicht, ob wir das können. Ihr seht gar nicht gut aus. Onkel, geht es Ihnen nicht gut? Nein? Mir ist so kalt, dass ich ohnmächtig geworden bin. Was Sie nicht sagen, warten Sie! Maja, nein! Willi, man kann ihn doch nicht im Stich lassen. Komm und hilf mir. Wir nehmen ihn mit nach Hause. Ja, ich komme. Aber ich glaube nicht, dass ich dazu verpflichtet bin. Immer dasselbe mit dir. Dein Onkel ist ziemlich schwer. Mag er eigentlich essen, hm? Nicht reden. Spar deine Kräfte zum Tragen. Er wird uns sicher den Honig weg. Ja, rein mit dir. Ab, vielen Dank. Hey, wie? Die fressen ja unsere Steppdecke auf. Schmeckt nicht. Ihr müsst mir frische grüne Blätter besorgen. Das haben wir nun davon. Guck dir das Loch in meiner Zudecke an. Kommen Sie, Onkelchen. Probieren Sie mal von unserem schönen Honig. Bitte nennt mich nicht immer Onkelchen. Ihr seid ja viel älter als ich. Ich bin erst ein paar Wochen alt, auch wenn ich einen Bart habe. Ich bin ja gerade erst geboren worden. Was? Sie sind unterm Schnee geboren worden? Seit wann gibt's denn Babys mit Bart?
Kann ich was dafür? Ich hab's mir nicht ausgesucht, dass ich so aussehe. Ja, ja, schon gut. Du wolltest wahrscheinlich in der Erde unter dem Schnee überwintern, aber dann ist es dir doch ein bisschen zu kalt geworden. Na ja, wisst ihr, normalerweise überwintern wir ja als Larve in der Erde, da macht uns die Kälte nichts aus. Warum haben Sie das nicht gemacht? Dann sind Sie wohl einer von denen, die es immer nicht erwarten können, wie? Nein, nein, ich nehme viel eher an, meine Mutter hat sich beim Eierlegen verrechnet, darum bin ich dann zu früh eine Larve geworden und natürlich auch zu früh ein Käfer, lange bevor es draußen Frühling geworden ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Winter überstehen werde. Was habe ich da gehört? Wer hat es gefehlt zu unserem Glück? Mir war doch so, als hätte eben jemand gesagt, er hätte Angst, er könnte den Winter nicht überstehen. War es nicht so? Nein, nein, das stimmt nicht. Ach, der lohnt sich aber mal. Der geht wieder zu, ihr lebt hier noch. Genau. Naja, da hat er leider noch nicht mal Fieber. Höchstens ein bisschen erhöhte Temperatur. Aber macht es, kommt Zeit, kommt Rat. Sag mal, möchtest du nicht mit mir kommen? Du meinst in deine Wohnung? Mhm. Ja, da drüben in meinem Loch, da ist es viel wärmer. Wo ist es? Ah, da drüben. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Komm, gehen wir. Onkel, warte, du weißt nicht, worauf du dich da einlässt. Schon gut, meine Kleine, schon gut. Ich bin ja kein Baby mehr. Also kommen Sie, ich krieche zuerst rein. Was meinst du, Willi, ob der Turkengräber ihn schon gefressen hat? Weiß ich nicht. Ich denke auch am liebsten gar nicht dran. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Wer singt da? Aber ja, das ist der Hummer. Er lebt. Willi, Willi, hörst du nicht? Ja. Unser Käfer singt. Er lebt. Er singt. Kommen Sie doch rauf. Singen Sie bei uns. Liebe Mai und mache die Bäume wieder grün. Da habe ich mir was eingebrockt. Nichts zu essen und kein Bett mehr. Und lass uns an. Wenn du wenigstens aufhören würdest mit der ewigen Singerei. Man wird ja schwermütig dabei, wenn man sieht, wie lebendig du bist. Hör endlich auf. Wiedersehen. Und dann singe ich eben was Schwermütiges. Ein Männlein steht im Feinde ganz still und schlumm. Ja, der Totengräber. Ja, ja. Der ist ganz schön sauer. Das steht im Wald allein. Na ja, wo schön sind denn nur auch wieder nicht. Trafatimülamarsche, der macht Blitzer. Machen wir noch eine Runde rum. Ja, schlaf gut, Willi. Und wenn wir Glück haben und wieder aufwachen, ist es Frühling.